Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Train Sim World. Regionalexpress 50 Leipzig-Dresden Hauptbahnhof sind wir unterwegs. Beim letzten Mal hatten wir hier einen Fehler. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Wenn es nicht klappt, dann setzen wir das Training fort. Nein, es klappt. Sehr schön. Und wir sind... hier ist der Bahnsteig. Machen wir mal die Türen auf. Türen auf. Hä? Was ist denn jetzt wieder los? Was ist denn hier Phase? So, hier. Türen sind nicht entriegelt. Linke Türen müssen entriegelt werden. Will er nicht. Müssen wir das von Hand machen. Was war denn das hier? Türen... Jetzt mal alle verriegeln. Ah ja, wenn ich das Makrofon verwende. Warum kann ich die Tür nicht entriegeln? Was ist denn hier los? Irgendwas geht hier nicht. Da steht auch linke Tür entriegelt, aber entriegelt nicht. Muss ich das noch aufrüsten? Nee, Karren läuft doch, ne? Warte mal, guck mal. Stromabnehmer. Ach, er ist noch gar nicht aufgerüstet. Aber der... Bin ich das jetzt? Ich muss eben gucken. Also der Abnehmer ist oben. Okay. Dann Hauptschalter ist... Schließen. Richtungswender neutral. So. Gucken wir, jetzt müsste es gehen, oder? Meine Güte, ist das also aufregend. So, verriegeln. Sehr gut. Jetzt an einem Ort anhalten. Glaulitz B, Riesa, Gleis Z. Okay, also es ist natürlich jetzt ohne Tutorial. Jetzt muss ich das ganz alleine hinkriegen. Alle Bremsen gelöst. Ab geht's. Nee. Es geht noch nicht ab, weil irgendwelche... So. Jetzt gucken wir zur Sicherheit nochmal. Sieht gut aus. Jetzt haben wir ja schon Verspätung, müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Tja, dann haben wir aus dem Bahnhof raus. 5,3 Kilometer nach Riesa. Das heißt, wir sehen jetzt nochmal den zweiten Teil der Strecke. Des neuen DLCs und da kommt sogar ein IC gefahren. Nice. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen hier an Bord des Garderol Regional Express 50 von Dresden Richtung Riesa. Wie Sie vielleicht festgestellt haben, hatten wir ein kleines Problem beim Anfahren aus dem Bahnhof. Wir werden natürlich versuchen, das auf der Strecke wieder herauszufahren. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? 120.
Und das Ganze bei 0,3 Steigung. Ja, und so ein bisschen, wie sagt man, diesig ist es, ne? Also es ist ein... Also für eine Mittagszeit relativ dunkel. Gibt es bestimmt gleich Regen. Und im Zweifelsfall, wenn es keinen Regen gibt, werden sich immer noch Fahrgäste aufregen. Nee, ne? Der war schon... Nee. Okay, den streichen wir mal. Wir tun so, als wäre der nicht passiert. Ja. Und da sind wir auch gleich schon da. Ach. Weil nicht AFB könnten wir einschalten, aber ich sehe es im Display nicht, deswegen bin ich etwas irritiert. So, 1,9 Kilometer. Ich versuche mal jetzt so ein bisschen mit auch auf die Signale zu achten. Dann werden wir uns das schon mal wieder angewöhnen. Weil wir werden ja nicht dauerhaft hier von dem Spiel an die Hand genommen werden. Ja, dieses X hatte bestimmt auch irgendwas zu sagen. Ich wäre auch mal froh, wenn ich das irgendwann mal punktgenau hinbekomme hier. Ich finde auch diese, irgendwie diese kleinste Bahnhöfe so wirklich sehr romantisch. Ne? Das ist eine Station, da kann man dann warten, dass ein Zug aus der großen, weiten Entfernung, Klammer auf 5 Kilometer, Klammer zu, dann mitnimmt. Dieses Mal noch auf Anhieb bekommen. Ja, habe ich echt nicht daran gedacht, ne, dass ich den Zug erst noch aufrüsten muss, bevor ich damit losfahre. Wer kann damit rechnen, dass man ein Auto erst den Motor einschalten muss, um damit zu fahren, ne? Also es ist ja völlig innovativ hier. Deswegen braucht die Bahn wahrscheinlich immer so lange. So. Ah, und das sieht richtig gut aus, ne? Also Fahrzeuge und so können die mittlerweile. Wir sind weiter bemüht, hier auf der Strecke die Verspätung rauszufahren, von der wir gar nicht wissen, ob wir sie haben, weil ja, in diesem Zielvorgabending haben wir gar keine Zeit angegeben. Das heißt, wir können hier so ein bisschen testen, mal wieder ein bisschen üben, im Bahnhof richtig anzuhalten und so weiter. Und auch ein bisschen auf die Signale zu achten. Aber wie gesagt, der AFB-Hebel wundert mich. Weil wir haben ihn drin, aber wir können ihn irgendwie... Oder ist er selbsttätig? Warte mal. Hören wir mal. So, wir lassen es einfach mal stehen. Ne. Da wollte ich doch meinen, dass man den erst aktivieren muss. Ja, und jetzt sind wir natürlich hier im Rush-Hour-Nahverkehr. Das heißt, wir müssen quasi in jedem Kuhkaff halten. Was es uns ermöglicht, so ein bisschen mit den Bremswegen mal zu experimentieren. Wobei da jetzt wieder sehr weit weg waren.
Wobei man, glaube ich, auch nicht auf die volle Bremse geht, ne? Ja, liebe Fahrgäste, hier ist Garderol, Ihr freundlicher Zugpilot. Mögen Sie bitte einsteigen, es kann auch garantiert nichts passieren. Das ist aber auch nur, weil das ein Videospiel ist. Ah, guck mal hier, dieser Aufgang und so. Ah, ich finde das so toll, wenn das so detailliert ist. Und da ist ein Kollege, fährt vorbei im anderen Zug. Die werden wir vielleicht ja auch noch testen. Übertreib doch gleich. Ja, mach ich. So, ein Display. Ich kann es nicht glauben, ehrlich gesagt. Entschuldigung! Für die Sekunde nicht aufgepasst. Ah, das ist, ne, wie mit dem Handy telefonieren unterwegs. Mit dem Handy während der Fahrt. Ja, ich persönlich mag ja gerne auch dann solche Züge fahren, wo das dann komplett dann auch genutzt werden kann. Wobei ich mit PZB und den ganzen anderen Zeug ja immer so ein bisschen überfordert bin. Aber ich glaube... Ich glaube, es macht ja auch den Reiz des Ganzen aus, hier zuzugucken, ne? Dass eben nicht alle Sachen so rund und... abgeschmirgelt funktioniert. Da ist sie, da war sie, die V60. Ich will die fahren. Gif, gif. Nee, gib, gib. Was lag denn da auf der Strecke? Huch. Das war... schreibt mal in die Kommentare, was das war. Das war aber so nicht geplant, oder? So, grünes Signal mit einer 13 darunter. Was haben wir jetzt passiert? Das heißt, einmal 130. Das ist ja auch eine Sache, die man sich so gar nicht vor Augen führt. Viele Menschen glauben ja immer so, ja, ich bin ja mit dem Auto eh schneller, da fahre ich halt die kürzere Strecke und so. Aber man sieht hier selbst im Nahverkehr, in der Rush-Hour mit Anhalten, haben wir hier zwischen den Städten 130. Wenn ich da das mit Landstraßen vergleiche, ne? Da komme ich wahrscheinlich nicht so. Und dann haben wir da die Ampeln. Und hier sind wir einfach nur am Bahnhof mal halten. Und ansonsten sind wir jetzt fast die gesamte Strecke hier wirklich mit 130 unterwegs. Oder 20. Fair enough. Wo man immer glaubt, ne? Das mit der Bahn, das ist immer so doof. Schön hier. Schönes Bild gerade abgefangen, ne? Mit über die Brücke fahren.